Ich begebe mich heute in St. Gilgen am Wolfgangsee auf die Spuren Mozarts. Da kommt nämlich seine Mutter her und seine Schwester hat da sehr lange gelebt. Und es scheint, als ob da noch jede Straßenecke davon erzählen würde. Vom Namen des Hauptplatzes, auf dem auch das Gemeindeamt steht, über die Orgel in der Kirche bis hin zum Café Nannerl. Vieles hier erinnert an Mozarts Familie. Nannerl, so wurde Mozarts Schwester Maria Anna als Kind liebevoll genannt, hat hier in St. Gilgen gelebt. Allerdings zu einer Zeit, in der dieses Gebäude noch gar nicht gestanden hat. Trotzdem möchte ich mir als Einstieg hier gleich einmal einen Nannerl-Kaffee gönnen. Mit Eierlikör, Schlagobers und Karamellsoße. Und auch sonst findet man den Namen Nannerl hier oft in der Speisekarte. Bitte schön, einen Nannerl-Kaffee. Lass dir schmecken. Danke. Jetzt muss ich dir aber schon was fragen. Ja. Was hat es mit dem Kaffee Nannerl mit dem Nannerl auf sich bei euch? Naja, die Nannerl hat in St. Gilgen gelebt und war die Schwester von Mozart. Und über sie ist eigentlich sehr wenig bekannt, aber sie war mindestens so begabt wie ihr Bruder. Ist aber leider nicht gefördert worden zur damaligen Zeit. Und nach ihr wurde halt das Café benannt. Und das führt sie jetzt schon? In der dritten Generation. In der dritten. Na Wahnsinn. Ja, dann lassen wir das jetzt schmecken. Dankeschön. Okay. Bevor ich jetzt aber zu lange im Nannerl-Himmel schwelge, möchte ich noch mehr wissen. Warum ist St. Gilgen das Mozartdorf? Augustin Kläuber, Leiter des Heimatmuseums St. Gilgen, gibt mir eine kleine Ortsführung. St. Gilgen wird das Mozartdorf am Wolfgangsee genannt. Und warum? Drei Personen dieser Familie sind sehr eng verbunden hier mit diesem Ort. Nämlich der Großvater Mozarts war hier Richter. Die Mutter Mozarts kam hier zur Welt und die Schwester Mozarts, genannt das Nannerl, hat dann hier 17 Jahre gelebt. Und Mozart selbst war nie in St. Gilgen? Wolfgang Amadeus Mozart war nie in St. Gilgen. Zweimal hätte es versucht. Einmal wollte der Vater Leopold, wie der kleine Wolfgang noch Wolferl genannt worden ist, da sind sie von Wien wieder zurück nach Salzburg gereist, nach einem Konzert. Und Leopold schreibt an seine Frau, ich fahre mit dem Wolferl über das Salzkammergut und zeige ihm den Ort seiner Namensgebung, das St. Wolfgang. Dann den Ort, den Geburtsort der Mutter wollte er ihm zeigen, aber aus terminlichen Gründen sind es direkte Linie nach Salzburg. Und das zweite Mal, das war natürlich die Hochzeit von seiner Schwester, von der Maria Anna. War er natürlich eingeladen mit der Konstanze, konnte aber nicht kommen und da schreibt er wieder, nein, es geht sich nicht aus, ich werde dich später mal besuchen, aber es hat nicht funktioniert. Die Hochzeit war am 23. August 1784 in der barocken Kirche in St. Gilgen, da schauen wir dann noch hin. Und das Hochzeitsmahl und gefeiert wurde eben dann hier im wunderschönen Gasthof zur Post, einen der ältesten Gasthöfe hier in der Gegend. Da wird das alles wieder lebendig, die Geschichte. Genau. Ja, dann schauen wir zur Kirche, oder? Gut, schauen wir. Da haben wir was Besonderes, ganz was Tolles, und zwar das alte gotische Taufbecken aus der alten St. Gildener Kirche, die hier an dieser Stelle gestanden ist. Da werden heute noch die Kinder von uns getauft hier in St. Gilgen, und am 25. Dezember 1720 ist die kleine Anna Maria Pertl getauft worden hier in diesem Taufbecken, und das war dann die spätere Mutter von Wolfgang Amadeus Mozart. Also das ist wirklich was ganz was Tolles. Interessant ist auch, dass dann die Kirche, die gotische, abgerissen wurde. Da hat sich sehr der Schwiegervater von der Schwester Mozarts eingesetzt, von der Maria Anna. Das war auch ein Richter, der Franz Anton von Sonnenburg. Und die Nannerl hat dann schon in dieser Kirche geheiratet, in der barocken Kirche. So wie die Kirche jetzt ausschaut eigentlich. So wie die Kirche jetzt ausschaut, genau. Das haben wir eben dem Schwiegervater von der Nannerl, dem Franz Anton Sonnenburg, zu verdanken, der auch hier beerdigt ist, gleich da hinter dir. Da liegt der Schwiegervater von der Nannerl, da drüben liegt ihr Mann. Und der Großvater, dieser Wolfgang Nikolaus Pertl, mit dem er alles begonnen hat hier in St. Gilgen, der ist ganz plötzlich gestorben, 1724, da war die kleine Anna Maria knappe 4 Jahre alt, und der liegt hier im Boden des linken Seitenaltars, da sind viele Gebeine gefunden worden und da dürfte er irgendwo beerdigt worden sein. Also haben wir einen sehr, sehr engen Bezug. 1991 haben wir dann ein großes Mozartfest gehabt und die Orgel, die hier aufgebaut wurde, neu,
wurde auf den Namen Mozart-Orgel getauft, also sogar die Orgel hat den Namen Mozart. Ja, Wahnsinn, das ist wirklich ein Bezug da. Ja, unglaublich. Ein Bezug. Und jetzt schauen wir hinunter ins Geburtshaus der Mutter Mozart. Wunderbar, ja. Machen wir das. Ja, wir befinden uns jetzt hier im ehemaligen Bezirksgericht von St. Gilgen. Das wurde 2002 geschlossen, da ist der letzte Richter ausgezogen. Und in diesem Haus ist eben die Mutter Mozart zur Welt gekommen, in der Dienstwohnung. Hier im Parterre herunten waren die Amtsräume, da befindet sich heute ein tolles Mozart-Museum. Und die Nannerl ist dann in Salzburg geboren? Die Nannerl ist dann in Salzburg zur Welt gekommen, ja, im Geburtshaus auch von ihrem Bruder in der Getreidegasse. Und das Nannerl ist dann auch wieder da, genau in dieses Haus gekommen, oder? Ja, das war dann reiner Zufall, dass die Maria Anna, als Kind eben Nannerl genannt, in das Geburtshaus einzieht, ihrer Mutter, okay, und in die Wirkungsstätte von ihrem Großvater, vom Richter, weil sie dann eben hier 1784 diesen Herrn geheiratet hat, den Johann Baptist von Berchtold zu Sonnenburg. Der hat dringend eine Frau gesucht und eine Mutter für seine 5 kleinen Kinder. Er war schon zweimaliger Witwer, also die Nannerl, die Maria Anna, war dann seine dritte Frau. Und sie hat dann noch 3 Kinder von ihm bekommen. Und wie ihr Mann dann gestorben ist, 1801, ist sie nach Salzburg mit den Kindern gezogen und hat ihren Mann noch um 28 Jahre überlebt. Und 1829 ist sie dann verstorben und in einer Gruft in St. Peter, im Petersfriedhof, beerdigt worden. Ah ja, und da endet dann die Geschichte quasi. Und da endet die Geschichte eigentlich von dieser hochtalentierten Persönlichkeit, dieser Maria Anna Walburga Ignatia, die eine ganz tolle Pianistin ihrer Zeit war, Pianistin, Sängerin, und sie hat auch komponiert. Nur keine einzige Komposition ist erhalten geblieben. Auf das vergisst man immer, dass sie auch komponiert hat. Wir wissen das aus den Briefen des Bruders, wo sie so ein bisschen fachsimpel und wo er sie lobt über ihre Kompositionen. Zu dieser Zeit konnte sie als Pianistin nicht auftreten. Das war nicht üblich. Männersache. Das war Männersache. Man hat nur im Familienkreis musiziert. Als Wunderkind, sie war ja auch ein Wunderkind, als kleines Mädel ist sie natürlich von einer Bühne zur anderen, beziehungsweise von einem Konzertsaal zur anderen, mit ihrem Bruder, die große Europareise, die fast 4 Jahre gedauert hat. Da war sie natürlich dabei, auch als Mädchen. Aber wie sie dann so Teenager war, dann war das nicht mehr schick, dass ein Mädchen oder eine junge Frau auf der Bühne sitzt. Also das war dann nicht mehr. Schade. Ja. Sehr schade. Aber wenn man die Musik Mozarts hört, kann man sich zumindest vorstellen, was der Welt hier verloren gegangen ist. Und zumindest kann man hier in St. Gilgen noch einiges über das Leben von Maria Anna Mozart erfahren. Und obwohl es Mozart leider nie persönlich nach St. Gilgen geschafft hat, steht sein Name doch an einigen Ecken und Enden des Dorfes. Unter anderem dort zum Beispiel am Schiff, die Wolfgang Amadeus, und mit der fahre ich jetzt nur mit. Die Wolfgang Amadeus ist das kleinste der modernen Schiffe der Wolfgangseeschifffahrt und dreht hier seit 1990 seine Runden am Wolfgangsee. Von hier aus hat man dann noch einmal einen wunderschönen Blick auf das Mozartdorf.